Wie ihr wisst, sind Nachrichten und Informationen mein Geschäft. Und ich bin kürzlich auf etwas Wichtiges gestoßen, das euch, die Payday Gang, betrifft. Jemand ist darauf aus, euch zu zerstören. Vielleicht sogar euch alle zu töten. Heute Morgen habe ich eine Nachricht abgefangen, die besagt, dass ein Agent dieser Leute sich mit jemandem an einem bestimmten Ort in der Innenstadt trifft. Ich weiß noch nicht, wer diese Leute sind, aber wie ihr wisst, halte ich euch für einen wertvollen Aktivposten. Und deshalb möchte ich euch helfen, diesen Agenten festzunehmen, damit ihr Informationen aus ihm herausquetschen könnt. Ich gebe euch den Ort durch und behalte euch dann im Auge, während ihr die Operation durchführt. Okay, Leute, denkt daran, mit wem ihr es hier zu tun habt. Locke ist ein stinkender Fisch. Es gibt bestimmt noch mehr Sachen als das, was er euch erzählt. Haltet die Augen offen. Was? Das ist Matt Roscoe! Natürlich musste dieses Wiesel etwas damit zu tun haben. Vielleicht solltet ihr ihn einfach hier und jetzt töten. Ja. Wir sind dabei. Ja, shooten bringt gar nichts. Oh, hallo. Der gute Eddie. Ah, die sind jetzt schon da mit voller Armee. Cool. Das ging schnell. Nee, nicht schießen mit... Oh, jetzt habe ich ganz viel AP verloren wegen dem Skill. Danke. Ja, all our cash paying cleaner costs. Das will ich gerne mal sehen. Wobei, bei Payday 3 stimmt das sogar. Oh, das ist ganz schlecht. Die Bots werden schon hinterherkommen, habe ich gehört, ne? Praktisch. Oh, oh ja, genau, es hat mich halt noch besser weg. Oh, die kommt genau in meine Arme gelaufen, sehr freundlich. Ich warte gerade übrigens auf die Bots hier, also nicht wundern. Hey, was machen die? Sie ist smart, sie rennt weg. Oh, was? Ist nicht gestorben? So ein cleaner Headshot. Lol, schon wieder. Er ist eine Katze, hat drei Leben. Munition, wichtig. Ja, er ist crashed his car, das hat er schon längst gemacht. So, wir warten natürlich noch ganz kurz. Ah, scheiße, hat nicht so funktioniert. Oh, die rennen weg, okay. Stark. Oh, lol, er hat uns doch noch gehittet, so eine Frechheit. Okay, ab durch die Mitte. Die Bots schaffen das schon. Ich auch nicht. Aber hey, wer glaubt hier schon nur irgendwas? Oh, hallo, Leute. Yo, wir werden einfach direkt angeschossen. Ich brauche Munition. Ach, da ist die. Die habe ich nicht gesehen. Okay. Wir need Cable Ties. Ach, so weit ist es gekommen hier, ja? Keine Cable Ties mehr. Schade. Machst du nichts. Nein, nicht schießen. Ich brauche Munition. Zuerst mal den lebendigen Leibe kochen. Das finde ich gut. Hat er auch verdient. Weil, ich hab beide mit 328 getroffen. Mach das mal nach erstmal. Oh, verschwendeter Schuss. Hey, als ob mir das nicht zu heiß wird. Der müsste doch schon längst rauskommen. Ich habe übrigens noch eine Frage an euch. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr jemals gesehen habt, ob das wirklich hilft, wenn man Geiseln hat, ob die Polizei dann wirklich langsamer ist? Oder interessiert die es nicht? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, bis jetzt gerade, dass die es noch nie interessiert hat, wirklich. Weil die trotzdem mit Dowser und allem anderen reinpushen. Wir helfen, helft ab bei Chains.
Ach so, Leute, oh mein Gott, ich bin so dumm, das habe ich nicht gesehen. Klar, ein Feuer reicht auch nicht, ne? Müssen unbedingt zwei sein, sonst ist es hier zu kalt. Macht Sinn. Ist das dumm, ey. Ja, Klassiker. We gotta focus on the civilians. Warum? Die Civilians können auch für sich selber sorgen, da muss ich jetzt nichts machen. Kommt der jetzt noch mal raus? Ich hab grad einen Scharfschützen gesehen oder nicht? Hä? Ich hab grad einen Laser gesehen. Komisch. Wobei die jetzt hier nicht hinkommen gerade, ne? Also haben die vielleicht doch einen Effekt, die Zivilisten. Ach, keine Ahnung. So, kurz Munition snacken. Hat sich jetzt nicht so gelohnt, die Zivilisten da zu holen, weil ich ihn dafür hier verloren habe. Oh, schade. Oh. So, noch einen dritten. Och, mein Gott. Ja, was für ein scheiß Ding das jetzt hier ist. Ich dachte, jetzt reichen zwei. Ja, als ob das nicht reicht. Der Wagen müsste so heiß mittlerweile sein, aber ist ganz komisch. Ich markiere ihn doch. Warum markierst du ihn nicht? Ja, also mit dem Feuer hier, muss ich sagen, finde ich irgendwie ein bisschen trashig. Weil, als ob man dafür drei Kanister braucht. Drei volle Kanister, kannst du gar nicht zählen. Naja. Ja, aber noch mehr Frying geht eigentlich gar nicht, mein Freund. Der Wagen brennt ja schon lichterloh, also schwierig eigentlich. Naja. Hat sich jetzt nicht so richtig gelohnt irgendwie. Reichen jetzt wenigstens drei oder muss ich jetzt nur noch irgendwie einen vierten da dran setzen, ha? Das wäre richtig trashig irgendwie. Ich bin schon wieder leer, lol. Hey, die Shotguns sind hier jetzt gerade nicht die beste Wahl zu einer Waffe. Aber ich hatte jetzt leider nicht so die Möglichkeit, irgendwie eine andere Waffe zu nehmen, weil es die einzige Klasse ist, die ich so komplett neu angepasst habe, die so übel stark ist. Das Problem ist auch nicht, dass die Klasse jetzt irgendwie hier scheiße ist. Das Problem ist eher, dass die Gegner zu weit weg sterben. Aber schlecht. Ein Double Dozer. Okay, cool. Ich häng fest. Oh. Das waren gute Hits. Wunderschön. Geil, danke. Ich will aber keine Arzttasche nutzen in dieser Position eigentlich. Ach, genau. Wirklich jetzt? Also, no joke jetzt? Hast du gerade gesagt, ich soll noch mehr Gas finden? Du brauchst vier volle Kanister? Warum können die nicht einfach oben links direkt hinschreiben 0 von 4? Das ist sofort klar, dass du vier Stück brauchst. Statt dass man jetzt hier einen unnötigen Kack da rumlaufen lässt, versuchen zu überleben irgendwie auf den letzten Drücker so. Es ist doch totaler Scheiß. Also, Fire's dying am Arsch. Hier ist übrigens noch ein 5, da wird man überhaupt auch noch. Lächerlich. Ja, dadurch sterben wir jetzt quasi mal wieder. Das finde ich ein bisschen schade irgendwie. Das macht für mich gerade den Spot hier ein bisschen kaputt. Fängt schon mal schlecht an, die Mission. Bin mal gespannt, ob ich sie am Ende noch mal retten kann. Ich meine, ich kenne den Weg zwar so schon, aber ich habe den noch nie auf diesem Schwierigkeitsgrad gespielt. Und auch schon sehr lange nicht mehr gespielt generell. Mal gucken.
Aber hier würde ich auf jeden Fall schon mal sagen, sehr, sehr schlecht. Weil so viele Kanister für so eine Position ist eigentlich echt dumm gemacht. Weiß ich nicht. Perfekt, genau reingeguckt. Ich wollte eigentlich kaputt schießen. War ich gerade leer. Munition leer. Ich habe auch wissen die falsche Klasse für diese Position hier leider. Oh, das ist jetzt nur so schlecht, weil ich jetzt alle einzelne hingeschickt habe. Kann natürlich auch sein. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Jetzt mal ganz im Ernst, willst du mich irgendwie verarschen oder so? Brauchen wir jetzt wirklich noch einen fünften davon? Ach, jetzt hast du es ja? Ist das eine dämliche Scheiße? Also weiß ich nicht, den Schritt fand ich richtig wack. Hätten sie von Anfang an geschrien, dass du da irgendwie 4 Stück verbrauchst? Okay. Hätten die irgendwie gesagt, ey, Kumpel, übrigens, du brauchst 2 auf einmal, damit das halt irgendwie recht heißer wird, so, oder was weiß ich nicht. Irgendwas in diese Richtung wäre auch gut gewesen. Aber das hier? Weiß ich nicht. Es war natürlich noch ein NPC, den wir begleiten müssen, der in einem Steckentempo läuft, wie man es auch nur irgendwie kennt. Ah, natürlich ist ein SWAT-Turret, klar. Und wir müssen am SWAT-Turret vorbei. Ein Klassiker. Da werden die Bots sterben. Traurig. Das werden die Bots nicht schaffen. Das Problem ist, er hat 4.000-3.000 Leben. Ja, er hängt fest. Ich wusste, dass er das tut. Ist das dumm? Lauf doch, Junge. Das Problem ist, ich muss halt da hinten hingehen, weil sonst die Bots wieder hier Dauerrip gehen. Das kann ich mir nicht erlauben. Ich muss bei ihm bleiben. Oh, ist das wirklich euer Ernst? Die machen ein SWAT-Turret und dann musst du sie noch begleiten? Während da ein Turret ist? Weiß ich nicht. Also ich habe nichts dagegen, wenn wir vorbeirennen müssen. Das ist ja auch noch... Das reicht schon von der Ferne? Du sollst dich bewegen, Junge. Also ich bin ehrlich, ich bin eigentlich ziemlich motiviert gerade für die Mission zum Durchspielen. Aber ich spreche gerne die positiven und auch die negativen einer Mission an. Beneath the Mountain zum Beispiel ist schwer, aber geil. Ja? Die Yacht heißt perfekt. Ist richtig, richtig gut. Birth of Sky war zwar am Ende ein bisschen nervig, bin ich ehrlich. War eher nicht so geil, aber war halt auch noch irgendwie okay. Heißt aber, das hier mit den Van und jetzt hier mit dem SWAT-Turret, wo du den noch begleiten musst, im Schneckentempo, das ist ja einfach schlecht designt, finde ich. Weil das ist ja dann nicht schwer. Da musst du einfach nur Glück haben, dass deine Bots hier durchkommen können. Ja, nicht so cool irgendwie. Also hier haben sie in der Position reingeschissen. Vor allem hast du auch dann durchgehend die Gegner, die halt perfekt positioniert sind, weil du nichts gegen tun kannst. Ja, und das SWAT-Turret, da schießt halt die ganze Zeit, ne? Ja, schon geil, oder? Jetzt stehen wir hier die ganze Zeit im offenen Feld, neben SWAT-Turret und allem. Und können da nichts gegen tun. Weder Deckung suchen, noch irgendwas anderes. Das ist gut designt auf jeden Fall. Und deswegen sterben wir dann da. Ja, und er hängt da wieder. Weiß ich nicht. Wenn der wenigstens irgendwie schneller machen könnte, so wäre ich auch noch ein Fan von, weißt du, aber... Er kommt nicht mit, obwohl ich daneben stehe. Ich muss wirklich auf der Straße stehen, um den anzulocken. Ist das dumm. Jetzt lauf doch bitte, Mann. Ich würde ihn sogar tragen von mir aus, ist auch kein Problem. Es
gibt so viele Möglichkeiten, wie man das jetzt irgendwie hätte beschleunigen können. Stattdessen bist du halt durchgehend umrundet, also wirklich umzingelt, so, du kannst nichts dagegen tun. Was das witzig ist, ich muss euch eben eine Sache zeigen. Auch wenn es eigentlich normalerweise scheiße ist, aber ich zeige euch das eben ganz kurz. Da, wo wir gerade eben waren, da oben drüber ist die Brücke. Hier ist literally die Brücke. Wir hätten einfach irgendwie direkt welche hochfinden können, aber ist mal egal. Das heißt, wir rennen erst weg von der Brücke, um dann die Brücke hochzurennen. Ist geil, oder? Ja. Weiß ich nicht. Wobei die Gasse noch das Beste vom ganzen Design her war. Interessanterweise. Och nö. Er kommt halt nicht mit, ne? Es ist unfassbar. Jo, schießt halt noch schneller, lol. Ich weiß nicht, Auto drauf hab, ja, mit der Waffe, aber ich will kein Auto schießen, weil sonst sind die halt instant der, die Dinger. Oh, das ist ein Dozer. Hi. Oh, Begleitmission, ne? Was geil ist, wir wären eigentlich schon längst weg hier. Ich fände es jetzt sogar cooler, wenn wir in irgendeinem so Gebäude sind und uns jeden Stockwerk nach oben kämpfen müssen. Für mich sogar 30 Stockwerke. Hätte ich auch nichts gegen. Wäre auch noch cooler als das hier. Oh, cool. Ah ja. Oh, du bist 3 Meter von ihm weggegangen. Jetzt kann er nicht mehr laufen. Da ist er zu schwach für. Macht Sinn. Okay. Jetzt müsste die ganze offene Brücke entlang laufen, während er im Steckentempo mitgeht. Ja, ist ja geil. Okay, die bereiten sich auf den Assault vor auf der falschen Seite. Smart, Leute. Alter. Ah, die Flasche ist jetzt auch nicht so wichtig. Wir sind eben auf einem Gebiet. Wenn er jetzt übrigens ein SWAT-Turret oben stehen sollte auf dem Berg, auf der Brücke, dann ist es wirklich die Krönung. Ja, sollen sich um die Civilians kümmern, die sind mir relativ egal. Was sind hier? Das offenste Gebiet. Mit so einer Geschwindigkeit. Ich kann nicht mehr vorlaufen oder Deckung suchen oder so, geht nicht. Vor allem da oben hat er Platz, weißt du, zwischen den Hochhäusern. Hier? Nicht. Mhm. Guter Helikopter auf jeden Fall. Das ist toll, wenn ich die Mission so schlecht rede, aber ich finde es halt wirklich nicht so gut. Oh mein Gott. Shit, it's Electro. Ja, und ein Sniper. Natürlich ist ein Sniper. Hätte ich kommen sehen müssen. Ein bisschen mies getroffen, leider. Ach mein Gott, Junge. Die 5 Meter waren schon zu viel. Jetzt beweg dich, Junge. Ich hab dich jetzt dreimal mit dir angekriegt. Lauf, zack, zack. Sonst steche ich dir irgendwas in deinen Arsch rein. Zack, 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 zack. Verpiss dich. Eine Flash, boom. Kurz Munition holen. Er hat sich nicht hingelegt, obwohl ich Munition geholt habe. Krass. Oh Gott. Geil, ich bin gestorben. Doch, er legt sich, weil ich Deckung suche. Wahnsinn. Ja, ist ein gutes... Hoppala. Okay. Cool.
wetten wir, der hat es vielleicht, dass er wieder aufdreht. 100%. Ah ne, da ist das Waterworld. Ja, war klar. Es musste ja noch einer kommen. Natürlich. Und wieder müssen wir da langsam dran vorbeilaufen. Weiß ich nicht, Mann. Geil. Das hat gut funktioniert. Ach, müssen wir nicht weitergehen, nur noch warten. Das ist ja okay. Ja, dann ist ja auch gut. Und faire miese Kacke da. Vor allem, weißt du, im Spiel sagen die immer, dass es, oder generell so im Wiki, oder wenn sie irgendwie ein Review zu machen oder sonst irgendwas, dann sagen alle immer so, dass die Leute Angst vor den Turret-Rang haben, oder der hart gefürchtete Sword sowas. Nee, der ist nicht gefürchtet. Der ist einfach nur unbesiegbar. Und das ist das Schlimme. Wenn man den besiegen könnte, wäre das eigentlich so ein ziemlich cooles Ding, aber kannst du leider nicht. Weil der wird dann immer wieder repariert, so, weißt du? Und was mit so einer hohen HP-Zahl? Das geht nicht. Ach nee. Ja, was für Klien, Junge? Hier ist quasi keiner. Leute, er ist unsiegbar. Was war das denn jetzt? Ach, kann es nicht eben selber machen? Oh, Junge. Ich muss mal ganz was Munition holen. Er hat's geschafft, ich pack's nicht. Wahnsinn. Ist das dumm, die Mission. Ja. Also ich meine, klar, sie ist so machbar an sich, ne, aber es ist mal wieder eine... Ja, so eine, die Pistole geht schon wieder so ein bisschen in die Richtung von dem Biker heißt so. Prinzip ist wieder eigentlich ganz cool gedacht. Es gibt nicht so viele durch die Stadt rennen Missionen, sag ich mal. Aber die Umsetzung ist wieder miserabel. Weiß ich nicht. Naja. Das auf jeden Fall dazu. Beim nächsten Mal kommt dann die Green Bridge, ne? Da bin ich auch mal gespannt. Weil die ist halt auch, die ist auch schon mal wieder laut. Wir haben gerade nur laute Missionen irgendwie hintereinander. Was jetzt ja nicht so schlimm ist, ne? Ich brauche jetzt hier eh noch 2 Skills. 4000 Perk Points. Das geht ja noch. Fast and Furious. 5% Bruder Schaden. Ja. Aber ich hätte gerne noch den da auf jeden Fall. Ja, und dann, kommt danach Alaskan Deal, der ist auch laut. Und dann kommt Diamond Heist. Und der ist, glaube ich, auch laut. Genau, der ist auch laut. Weil dann kommt ne... Nee, warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Der Diamond Heist... Der ist Stealth. Das war dieses ganz, ganz große mit dem Riesentresor. Der von den Classics, ne? Genau. Und dann kommt Reservoir Dogs heißt. Das ist der heißt, der dann quasi sehr, sehr entscheidend wird für die Hauptstory eigentlich. Ansonsten kommt dann halt erstmal eine Menge laute Jobs auch insgesamt. Also ich meine, abgesehen von Diamond heißt. Wobei war Reservoir Dogs heißt beide laut oder war einer Stealth? Ich glaube, die waren beide laut, ne? Ach, ist auch egal. Und danach geht's dann eigentlich die ganze Zeit mit lauten Jobs weiter. Mit Brooklyn Bank? Ah ne, Breaking Fats, das ist noch Stealth. Aber Henry's Rock, Shacklethorn Auction, das ist auch Stealth, okay. Hell's Island, No Mercy, White House, das sind halt, ist so eine Mischung irgendwie, teilweise mal so, aber trotzdem insgesamt gesehen mehr laut. Naja, dann bis zum nächsten Mal.